Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die und ich bin gerade dabei, hier unsere Generatoren alle anzuwerfen, denn wir haben den nächsten Blutmond. Ich habe die Einstellung so geändert, dass wir jetzt den nächsten Blutmond gleich starten. Ich möchte sehen, ob alles funktioniert, ob das so geht, wie wir uns das vorstellen. Ja, und bin jetzt echt sehr gespannt. Die laufen, perfekt. 16.35 Uhr, wir gehen nochmal kurz. Ach nee, jetzt, die lösen ja schon wieder aus. Ah ja, weil ich es oben schon am Laufen habe, ne? Vorsichtig vorbei bewegen. So. So, die Falle haben wir ein bisschen modifiziert in der letzten Folge. Schön ist anders, also richtig gut gefallen tut es mir noch nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie ich es auf die Schnelle anders umgesetzt bekomme. Deswegen. Wir haben noch ein bisschen Hunger. Passt mal auf. Wasser ist okay, aber Hunger. Da müssten wir uns dann auch mal wieder was machen, aber wir haben ja oben unseren Garten, das ist ja kein Problem. Maisbrot ist auch gar nicht so sättigend, wie man eigentlich denkt. Da komme ich jetzt schon gern auf 100. So sieht's aus. Sehr schön. Okay. Dann lasst mal schauen, wir haben Munition dabei, Armbrust, mit der werden wir jetzt vermehrt mal ein kleines bisschen schießen, weil ich will ja mal gucken, wie die Falle so funktioniert. Haben wir noch irgend... Nee, nicht da drauf, du soll in die Kiste. Dann hätten wir nur noch Pistolenmunition, Eisenbolzen, die können wir noch mitnehmen. Ansonsten haben wir den Rest alles. Das passt. Hier haben wir noch Pfeile. Roboter hätten wir auch noch, aber die brauchen wir nicht. Den habe ich ja nur da geparkt zum Sichersein. Dann laden wir hier mal unsere Waffen alle nach. Repariert sind alle. Molotow-Cocktails haben wir. Rohrbomben haben wir. Alles dabei. Sehr schön. Okay, Leute. Müssen wir noch an irgendwas denken? Nö, eigentlich nicht, ne? Auch mit ihrem Kraus, dass man hier nicht auf die Falle kommt. Zack. Die laufen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob es denn so funktioniert. Wir haben jetzt 17.18 Uhr. Ich würde sagen, wir machen wieder einen kleinen Schnitt für euch. So lange, bis der Blutmond hier anfängt. Und dann bin ich gespannt, ob unsere modifizierte Falle diesmal besser funktioniert, ob sie immer noch hier an die Schwachstellen gehen oder wo sie diesmal draufkloppen. Also, kurzer Schnitt und dann gleich wieder da. So, Leute. Da sind wir, 20.18 Uhr. Ich habe euch mal ein bisschen früher dazu geschalten. Ich habe jetzt an den Server-Einstellungen nochmal ein bisschen, was heißt rumgeschraubt, nicht, sondern ich habe auch mal die Gegneranzahl erhöht. Das hatte ich nämlich beim letzten Blutmond vergessen. Das hatten wir ja gesagt, machen wir mal. Ich bin jetzt mal auf 16 hochgegangen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber wir wollen das ja hier mal ordentlich checken, wie unsere Falle denn jetzt so funktioniert. Vor allen Dingen dann auch mal die anderen Gegner vielleicht mit reinkriegen, die dann auch so kommen. Bin mal gespannt, ob jetzt vielleicht mehr Adler bzw. Geier kommen. Das wäre noch ganz interessant zu wissen. Bin echt sehr gespannt, wie das jetzt hier abläuft. Ansonsten ist es schon mal richtig cool zu wissen, dass das so funktioniert, wenn man sowas baut, dass dann die Zombies tatsächlich versuchen, den Weg hier zu gehen, um hier hinzukommen. Also das werde ich mir merken, auch mal für künftige Staffeln. 7 Days, wir werden ja immer mal wieder reingucken, denke ich, in das Spiel. Tut sich ja ganz viel, wie gesagt, Alpha 19 mittlerweile. Ich denke, die Alpha 20 wird auch nicht mehr arg lang auf sich warten lassen. Ob ich dann jetzt bei jeder Alpha mal reinschaue und Let's Play mache, weiß ich noch nicht. Sondern das handhabe ich dann so, wie ich Lust auf das Spiel habe. Und aber dranbleiben werde ich auf jeden Fall, weil es einfach ein Spiel ist. Man kann so unendlich viel machen. Man kann sich in dem Spiel auch so verlieren. Damit man, ja, um hier alles zu entdecken, um die ganze Map aufzudecken und so weiter. Man sollte sich... So finde ich das, oder so mache ich das. Ich nehme mir dann immer irgendwie bei solchen Spielen ein Thema vor, was ich erreichen will, einfach um das Let's Play nicht so extrem in die Länge zu ziehen, sodass man dann irgendwann bei 200 Folgen steht und im Prinzip dann immer wieder das Gleiche macht. Das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck der Aktion, sondern ich möchte mir schon die Neuerungen angucken. War jetzt cool, das mal wieder zu sehen, wie das hier so funktioniert mit allem, was ich so was neu reingekommen ist, was neu dazugekommen ist seit der Alpha 13, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob unsere Falle jetzt besser funktioniert. Richtig gut gefallen tut sie mir noch nicht.
Allerdings habe ich mir jetzt auch schon überlegt, wenn wir hier vielleicht noch zumachen würden, hier oben die Gitter weg, die Falle einfach verkleinern, sodass wir hier einen Gang haben und hier einen Gang und da unten die Falle, wenn sie da dann alle reinlaufen würden. Das wäre noch eine Idee, die ich so im Hinterkopf hätte, je nachdem, wie es jetzt natürlich in dem Blutmond, bei diesem Blutmond läuft, ne? Also, dass wir hier noch runter zumachen, aber dann wird die Falle da unten wahrscheinlich, die Klingenfalle, keinen Platz mehr haben. Müsste man versuchen, weiß ich nicht. Das nächste Mal auf jeden Fall ausmessen, das ist eine saubere Sache, dass man einfach eine Klingenfalle baut und dann guckt, wie breit ist die, wie viel Platz braucht die und dann diesen Trichter halt auf diese Klingenfalle anpasst. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt in Seven Days ist der Bunkerbau, dass man da wirklich komplett unterirdisch sich einnisten kann. Das ist eine sehr coole Geschichte. Allerdings ist natürlich mit einem Bunker, ja, sich dann ein Blutmond in den Bunker zu setzen, ne, und nichts mitzukriegen, ist natürlich auch keine Option. Deswegen denke ich, sowas hier, sich so hochbauen wie so ein Käfig, wo man dann drinsteht und alles auch beobachten kann am Blutmond, das macht auf jeden Fall Spaß. So, 21.28 Uhr, nicht mehr lang, ich warte schon ungeduldig. Kann man dieses grüne Teil eigentlich auch ausschalten? Ich glaube schon, ne? Müssten wir mal probieren. Vor allen Dingen, ich habe die Leiter jetzt mal dran gelassen. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob sie hier versuchen hochzukommen oder ob sie es lassen. Und vor allen Dingen bin ich jetzt sehr gespannt, wie viele Gegner da auf einmal kommen werden. Das bleibt spannend. Ich sag, auf 16 habe ich hochgedreht. Ich glaube, das Maximal ist 64. Mal gucken, wie viel 16 jetzt sind. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Und vielleicht funktioniert ja das jetzt besser. Auch wenn das hier so in der Luft hängt. Das gefällt mir. Ja, teilweise gefällt mir das noch nicht so. Aber gut. Einen Toten müssen wir sterben. In dem Fall, dass die Klingenfalle so ein bisschen in der Luft hängt. Wobei, es sieht ja durch das Kabel so aus, ne, als würde es halt am Kabel hängen. Aber es funkt ja auch so komisch. Müsst ihr mal drauf achten. Ganz dubios. So, die Fallen laufen übrigens alle, ne? Ja, da läuft's, da hinten läuft's, dann vorne läuft's. Okay, kann losgehen. Wir wären dann soweit. 5 Minuten noch. Oh nee, ich weiß nicht, ob das hier klappt, dass wir hier dann tatsächlich was durchwerfen. Naja, wir werden es probieren. So, es geht los, Leute. Da kommen sie. Da kommen die ersten schon. Kommt rein. Jetzt zeigt mal, dass ihr das hier könnt. Jawohl. Ja. Alles klar. Okay. Es klappt auf jeden Fall besser wie vorher. Was ist denn da drüben? Oder spuckt einer? Guck mal. Okay. Klappt besser wie beim letzten Mal. Boah, shit. Der erwischt uns. Geht immer noch da hinten ins Eck. Boah, wo kommst du denn her? Oh, die kommen doch hier hoch, ne? Boah, die kommen doch hier hoch, glaube ich. Naja, wenn sie hier hinlaufen, klappt das wunderbar mit der. Ah, das ist geil. Zack, 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 hier rein. Okay, das Eck haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Sau gut. Ja, wenn sie hier reinlaufen, klappt das wunderbar mit der Falle. Guck. Alter, was ein Geschnetzel.
komme hier rein, genauso wie ich es haben wollte. Perfekt. Bloß da runter läuft halt keiner. Läuft die nicht mehr? Oh. Oh shit. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass die Fallen ja auch kaputt gehen. Ne? Ja, tatsächlich kommen die hoch, die Mistviecher. Leute, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, fuck, jetzt gehen wir voll drauf. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Shit, die kommen die Leitern hoch. Die kommen tatsächlich die Leitern hoch, Leute. Okay. Kommen tatsächlich die Leitern hoch. Boah. Shit. Jetzt kommen wir da natürlich nicht mehr raus, ne? Die Mistviecher. Die Frage ist jetzt bloß, kommen da noch welche oder weil wir jetzt gestorben sind, nicht mehr? Was ist denn mit der Falle? Okay. Das war. Da sind noch eine ganze Menge Fehler im System. Das könnte jetzt natürlich sein, weil wir gestorben sind, dass die jetzt. Dass die jetzt nicht mehr kommen, ne? Ah, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber wir können mal ganz kurz schauen, woran liegt es denn hier? Klingenfalle aufheben, nee, ich... Wir haben keinen Stahl. Okay. Da lag also das Problem. Es kann sein, dass jetzt natürlich der Blutmond irgendwie abgebrochen wurde. Es hat mit der Falle recht gut funktioniert. Wo ich nicht dran gedacht habe, ist natürlich, dass die repariert werden müssen. Und dafür brauchen wir Stahl. Pass mal auf. Da habe ich nicht dran gedacht, Leute. Junge. Haben wir noch Stahl?
Natürlich haben wir noch Stahl. Frage ist bloß, reicht's? Es scheint jetzt so, als wäre der Blutmond abgebrochen worden, weil wir gestorben sind. Alles klar, also, wir haben gelernt, Zombies kommen auch die Leitern hoch. Das heißt, die müssten wir auf jeden Fall wegmachen oder bräuchten hier... Ah ja, alles klar, jetzt laufen sie wieder. Ja. Da müssten wir auch für sorgen, dass man dann immer genug Stahl hat. Okay. Schade. Schade. Es scheint jetzt keiner mehr zu kommen. Kommen die hier hoch, Alter. Die Mistviecher. Naja, wir warten die Nacht jetzt mal noch ab. Ob jetzt tatsächlich nichts mehr kommt. Was ja ein bisschen doof wäre, ne? Jetzt, weil wir gestorben sind. Bricht es ab. Ist ein bisschen schade. Jetzt gewünscht, dass dann halt jetzt wieder die nächste Welle kommt. So. Das Teil hier oben bringt mal so gar nichts. Haben wir festgestellt. Haben die sich hier hochgedrückt? Na, da müssten wir die Leiter dann halt tatsächlich wegmachen. Das haben wir auf jeden Fall daraus gelernt. Ja, schade. Scheint jetzt so, als wäre der Blutmond abgebrochen worden, dadurch, dass wir gestorben sind. Aber wir haben gesehen, ja, die Falle klappt schon so. Müsste man ein bisschen organisierter rangehen an die Geschichte. Müsste man vielleicht noch ein bisschen umbauen, sodass sie perfekt funktioniert. Vorher abmessen auf jeden Fall, wie breit die Klingen sind. Man braucht immer genug. Wir müssten dafür sorgen, dass man jederzeit drankommt zum Reparieren. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Im Hinterkopf. Aber ansonsten ist die Idee mit diesem Käfig nicht schlecht. Liebe Leute, ich würde an dieser Stelle gerne die Staffel 7 Days to Die beenden. Wir haben uns soweit alles angeschaut. Haben hier einen coolen Bunker gebaut. Wir haben eine geile Falle gebaut. Das heißt nicht, dass wenn wir die Staffel jetzt beenden, dass wir nicht vielleicht sogar in der nächsten Staffel, wenn eine kommt, wovon ich jetzt ausgehe, wann kann ich aber noch nicht sagen, dass wenn es hier weitergeht, dass wir sogar diesen Spielstand nehmen und einfach hier ein bisschen optimieren. Das wäre natürlich noch eine Idee. Es gibt ja auch noch, wir haben auf der Map auch noch einiges zu entdecken. Wir haben noch lange nicht alles gesehen. Aber ich würde jetzt gerne an dieser Stelle die Staffel beenden. Ich habe noch ein paar andere Spiele, die ich mir anschauen möchte, bevor dann auf meinem Kanal ja auch wieder Ark läuft. Da sind wir ja auch noch lange nicht fertig. Das pausiert ja aktuell ein bisschen. Und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ist jetzt schade, dass der Blutmond abgebrochen wurde. Wir könnten jetzt durchaus noch 1, 2, 3 Blutmonde machen. Aber ich denke, wir haben alles gesehen. Die Idee dahinter mit dem Bunker gefällt mir sehr gut, auch mit diesem, ja, mit diesem Trichter. Ich denke, das kriegt man so hin. Man müsste halt natürlich noch ordentlich optimieren. Das auf jeden Fall. Liebe Leute, ansonsten darf ich mich bei jedem bedanken, der die Staffel 7 Days hier verfolgt hat. Was dann hier als nächstes auf diesem, ja, auf diesem Slot läuft, ihr wisst ja, ich habe 3 Slots. Findet ihr auf meiner Homepage den Uploadplan. Da könnt ihr dann nachschauen, was als nächstes hier kommt. Ich guck mal, was ich jetzt plan. Ihr habt auch gemerkt, momentan laufen 2 Projekte bei mir hier auf dem Kanal. Eins, was täglich erscheint mit Anno 1800 aktuell und eins, was alle 2 Tage erscheint. Das muss ich einfach aus Zeitgründen so machen, anders geht's nicht. Aber wir werden mal gucken. Ich habe, wie gesagt, noch 1, 2, 3 Spiele in der Pipeline. Auch Spiele, die es hier auf dem Kanal schon gab, aber wo es neuen Content gab, die ich mir unbedingt mal anschauen möchte. Von daher, ja, soll es das hier gewesen sein mit 7 Days to Die und vielen lieben Dank nochmal an jeden, der hier reingeschaut hat und wir sehen uns dann zu einem anderen Projekt oder irgendwann auch sicherlich wieder zur 2. Staffel 7 Days to Die. Bis dahin, ich wünsche euch was, macht's gut, ciao, ciao.